So, hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron, diesmal mit dem letzten Kampf aus Fall der dunklen Bruderschaft aus der Kampagne von Elder Scrolls Legions. Und ja, um Episode 1 abzuschließen, müssen wir diesen Kampf hier schaffen, also den Boss besiegen dort. Und mal gucken, wie oft ich dafür brauche. Die letzten Kämpfe waren alle immer sehr eng, aber beim ersten Mal dann auch geschafft im Stream. Und ja, manche habe ich trotzdem mehrfach gebraucht, aber nicht unbedingt im Stream. Aber der hier, den machen wir jetzt live im Stream das erste Mal. Mal gucken, ob er auch beim ersten Mal klappt. Der Assassin hat mich gefunden! Zu den Waffen, Männer! Du musst Markim schnell besiegen, bevor er entkommt. Fall dabei nicht ins Wasser. Oh Gott, was heißt das denn jetzt? Schnell besiegen mit einem Magierdeck ist so eine Frage, weil eigentlich holt man damit viele kaiserliche Soldaten und sowas. Das dauert immer eigentlich mit viel Wächterarbeit. Ich glaube nicht, dass mein Deck dafür geeignet ist. Aber wir machen trotzdem erstmal mit dem Magier-Deck. Das Ziel entkommt. Ermorde ihn, bevor sein Schiff ablegt. Erstens, Wasserreihe. Wenn eine Kreatur diese Reihe betritt, fessel sie. Fessle sie. Okay. Gut. Hafenreihe. Nachdem eine Kreatur hier angegriffen wurde, fällt sie ins Wasser. Okay, da scheint es wohl gefesselt zu werden. Rechts scheint es ins Wasser zu fallen. Hört sich alles sehr, sehr komisch an. Ja, gucken wir mal. Wir sollen ihn schnell erledigen. Ja, das heißt, hier kommt eine ganze Reihe kaiserlicher Soldaten. Hiermit können wir sofort schießen. Damit können wir Wolfsrudel. Ja, komm, versuchen wir es mal. 10 Runden haben wir nur Zeit. Das wird eng. Wie, die Karte kann jetzt nicht aus... Ach, jeder Kreatur. Einer Kreatur, nicht dem Helden. Oh, ich bin so blöd. Hätte ich sie doch weggepackt, besser. Ah, das ging jetzt nicht so gut. Ich bin bereit und diene. Seid wachsam. Wir müssen uns beeilen. Oh. Sofort wird sie ja stärker. Für euch. Und meiner fällt ins Wasser und wird gefesselt. Ah ja, jetzt haben wir das verstanden. Eure Befehle? Ah, das wird eine sehr schwierige Sache werden. Ich glaube, da brauchen wir ein paar Anläufe für. Jetzt hat er auch noch einen Heil dran. Wer ist heute unser Kunde? Ja, das wird kompliziert. Nicht aufgeben. Ab in die Bresche. Ach ja, die fallen dann ja ins Wasser, das habe ich vergessen. Ah. Ich höre und gehorche. Doof ist nur, der kommt auch nicht daran vorbei. Ah, da muss man dran denken. Man kann die immer hier rechts rüber schießen. Boah, der ist heute unser Kunde. Oh Gott, oh Mann. Mensch, warum hat der denn immer Wächter, dieser Doofe? Wie soll man denn da so schnell dran vorbeikommen? Das geht doch gar nicht. Stellung halten! Niemand darf unseren Tempel beschmutzen! Wenn der hier die ganze Zeit Wächter hinhaut, wie soll das gehen? Meine Krallen sind scharf! Ah.
Ich bin der Schatten in der Dämmerung. Ihr könnt uns nicht besiegen. Niemand darf unseren Tempel beschmutzen. Der hört gar nicht auf mit den Wächtern. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Meine Krallen sind scharf. Ich schiebe Wache. Das wird nicht klappen. Bei den Schwestern des Meers. Wollt ihr etwas kaufen? Ihr könnt uns nicht besiegen. Ein Dolch! Der hält sich jetzt immer noch hoch, okay. Wer ist heute unser Kunde? Ja, ne. Dämonen geben dieser hier. Das ist eine interessante Sache, den zu besiegen. Beschwöre einen 5-3 Farmatronat mit Durchbrechen in jeder Reihe. Okay. Das wird euch aufhalten. Fühlt mein Dolch! Na, man könnte ihn jetzt besiegen, wenn man noch 3-4 Runden hätte. Mit dieser einen Runde wird es jetzt ein bisschen kompliziert, jetzt 35 Schaden auszuteilen. Meine Krallen sind scharf. So viel Schaden kriegen wir jetzt nicht ausgeteilt. Ich habe eine Ersatzklinge in meinem Stiefel. Elemente gehorchen meinen Befehlen. Ins Reich des Vergessens. Fühlt mein Dolch! Jo, wir kriegen ihn nicht platt. Die Runde ist vorbei. Keine Chance, wir können nichts mehr machen. Boah, wie man den in 10 Runden schaffen soll, verstehe ich nicht. Hoffen wir, dass wir danach noch einmal dürfen, bevor diese... Ne, ist vorbei. Jo, das wird ja jetzt eine Nummer werden. Der Assassin hat mich gefunden! Zu den Waffen, Männer! Ja, also, nächster Versuch. Ich versuch's vielleicht mal mit einem etwas Hammerfellkrieger-Deck, mehr mit Stärke. In 10 Runden wird das sauschwer, den zu killen. Jedes Mal hat der Wächter sofort da. Die kommt erst zu spät, die packen wir mal weg. Boah, jetzt alles nur in der 4. Runde erst. Also, das wird auch zeigt mir eure werden. Wunden. Nur was hier müssen wir in der ersten Runde schon Moment. Damage austeilen. Habt ihr das gehört? Improvisierte Verteidigung und Wächter. Okay. Und Wächter hat er schon. Da ist sie. Das gibt's doch nicht. Was ziehe ich denn hier alles für einen Vierermüll gerade? Sagt mir, wo es weh tut. Ich werde sie mitnehmen! Wer ist heute unser Kunde? Ab ins Gefecht! Die Runden rasen vorbei. Er hält frei und Wächter, solange er einen Gegenstand ausführt. Ich werde sie mitnehmen! Fordert kann ich nicht herauf. Ich schiebe Wache. Ich schiebe Wache. Hat er jetzt sein Schild?
ziehst strahlende Klinge! Wir schmeißen die alle ins Wasser. Mir, Hauptsache, wir kommen mal zu ihm. Ich werde sie mitnehmen! Ihr bleibt bei mir, Soldat. Ich erwarte euren Befehl. Nicht mehr Gesundheit, das ist Pech. Och, ich bin doch bescheuert. Jetzt habe ich vergessen, den anzugreifen. Oh mein Gott. Ich werde sie mitnehmen. Wer ist heute unser Kunde? Schon in der fünften Runde und wir kommen nicht dran vorbei. Guckt ihr euch die mal Wächter an, diese Wächterreihen hier an. Das ist ja gar keine Möglichkeit, daran vorbeizukommen. Rupgar führt meine Hand. Bei uns ist strahlender Klinge! Ich komme gar nicht daran, auch nur ein Damage an dich zu machen. Und jetzt heilt er sich auch noch mit Tränken. Boah, wie man den besiegen soll, das ist wirklich eine heftige Mission. Sehr schwierig. Mein Freund hier möchte Hallo sagen. Zeit für den Kampf! Bei uns die strahlende Klinge! Bei den Feuern von Alduin! Ein Kopf meines Vaters! Bei uns die strahlende Klinge! Okay. Das ist jetzt natürlich cool hier, die Wirbelundulantin. Damit noch drei Schläge. 9, 18, 27. Ja, die darf jetzt nur nicht sterben. Das ist das Problem an der Sache. Ihr kommt hier nicht lebend raus. Plus 3. Beschwörung. Gibt dem Träger am Ende des Zuges Deckung. Gut. Bei uns die strahlende Klinge. Wenn Alikrit Bandit einen Gegenstand ausgerüstet, erhält er plus 1. Ich habe keinen Gegenstand gerade. Na dann, Grimger der Troik. Galleon packen. Jetzt geht er nicht ins Wasser, weil da schon alles voll ist. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Bei uns die strahlende Klinge. Beim Kopf meines Vaters. Hätte ich vorher hier wegräumen müssen. Schade. Fordert Khajiit nicht heraus. Khajiit hilft gerne. So, da haben wir wieder einen mit Sturmangriff. Das ist sehr gut. Aber... ja, zwei Runden, wenn Alikra... ja, gut. Jetzt müssen wir viel Damage austeilen. Zeit für den Kampf! Bei uns ist strahlender Klinge! Beim Kopf meines Vaters! Angriff! Oh Gott! Das wird interessant werden. Nein, jetzt hält er sich hoch. Ich habe trotzdem noch 15 Schaden hier liegen. Also, boah, das wird hart. Wenn er jetzt nicht zu viele Wächter hinlegt, war es das für mich. Ich bin bereit und diene. Der ist egal. Fordert Khajiit nicht heraus. Kaiserliche Soldaten ergeben sich nie. Ja, wieder kein Wächter. Wieder kein Wächter. Jawohl. Es ist geschafft. Sehr gut. Beim Kopf meines Vaters. Das war es. Episode 1 ist durch. Boah, war heftig, aber geschafft. Zwei Versuche, naja. Ein Glück habe ich diese Schwertänzerin gehabt. Und jetzt gibt es wieder eine Belohnung. Welche Karte gibt es jetzt? Schwarz.
Schwarze Drache. Das ist ja mal geil. Immun gegen tödlich. Ey, die werde ich in mein Deck einbauen. Ich hasse tödlich. Erschlagen. Wirft alle Exemplare der erschlagenen Kreatur aus dem Deck deines Gegners ab. Okay, das ist jetzt eine komische Option. Aber für 4 Mana, 5-5 und gegen tödlich immun ist schon mal geil. Also Schwarzer Drache ist eine richtig schöne Karte. Den werde ich einbauen. Nach Markhams Tod wandte sich die Bruderschaft an den Agenten und hieß ihn in ihren Reihen willkommen. In den folgenden Wochen verdiente sich der Agent ihr Vertrauen. Doch dann geschah das Unerwartete. Eine Flotte Korsaren griff die Stadt Wegesruh an, gerade als der Agent einen äußerst schicksalhaften Auftrag erhielt. Bruder, wir haben einen enorm schwierigen Auftrag. Ihr sollt den König von Wegesruh ermorden. Anscheinend wollen mächtige Edelmänner in der Stadt seinen Tod. Die Burgtore sind verschlossen. Ihr müsst also einen anderen Weg finden. Und so beginnt Episode 2. Ihr seht es hier, wir haben 3 neue Missionen. Wir haben auf jeden Fall eine coole Karte gerade bekommen. Ja, hören wir uns die mal kurz alle an. Die Wachen haben die Stadttore offen gelassen. Helft uns, sie zu schließen, ehe die Korsaren uns überrennen. Vermeide es, für eine Runde Schaden zu erleiden, um die Tore zu schließen. Okay. Der Agent fand einen Weg in die Burg. Wenngleich keinen angenehm. Kanalisationsreihe. Kreaturen mit mehr als 2 Gesundheit können hier nicht beschworen werden. Okay. Ihr müsst in die Burg? Warum? Nein, sagt es mir nicht. Ich vertraue euch. Hier, damit dürftet ihr durch das Haupttor gelangen. Och, das ist ja mal schon nett. Kriegen sofort eine Belohnung hier. Fleischskulptur aktivieren. Verwandle alle Karten in deiner Hand in zufällige Karten. Okay. Ist mal was ganz anderes. Zufällige Karten bekommen. Wenn die Karten in der Hand nicht passen... Warum nicht? Aber ob ich die in mein Deck einbaue, weiß ich nicht. Aber sofort mal einfach so eine Belohnung für Episode 2. Der Agent war hineingelangt. Doch nun musste er heimlich den Thronsaal erreichen. Heimliche Mission. Wenn eine deiner Kreaturen stirbt, verlierst du. Ein Deck wird dir gestellt. Das ist aber auch mal wieder cool. In Verkleidung spielen. Okay, also, entweder durch die Kanalisation oder hier nochmal am Tor und da nochmal was, die Stadttore schließen und hier noch durch den Saal durch. Also, das ist das, was wir als nächstes machen müssen. Wir gucken mal zurück in die Übersicht. Wir sind noch in Wegesruh. Hier seht ihr es, gerade weil wir eine geschafft haben, haben wir schon mal eine Karte bekommen. Es sind noch 7 Karten vor uns. Und ja, dann fehlt noch Falkenring, noch eine andere Stadt, Bravil, noch eine weitere Stadt. Also, Episode 1 ist erledigt. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn ich dann auch hier in Episode 2 weiterspielen werde. Und das war's heute für meinen Stream. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wie immer, bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. Bis demnächst. Bye, bye.